angekommen. Heute am 5. Februar 2055. Im Bayerischen Rundfunk. Zu einer neuen Ausgabe unserer Sendung Die Letzten ihres Stammes. Heute zum Thema Landwirtschaft. Begrüßen Sie mit mir zwei der letzten noch lebenden Exemplare Ihrer Gattung, Landwirt. Herr Böhmer, 92 Jahre Kuhbauer. Und Herr Beinlein, 83 Jahre Soldauer. Grüß Gott, bitte nein. Na, servus, Edgar. Servus, Jörg. Was du vor Rundteam so eingeholt hast für den Rundfunk? So genau läuft das nicht so. Ich weiß bloß, dass es vielleicht irgendwie um Landwirtschaft geht. So wollen irgendwelche Studentler uns aufrufen, was über Landwirtschaft ist. Es klappt dasselbe nicht. Die Studierenden waren doch schon früher gescheiter wie wir. Die haben alles besser gewusst. Das ist heute anders. Kannst vergessen. Grüß Gott. Von meiner Seite noch einmal. Ja, heute. Ich darf Sie noch einmal recht herzlich begrüßen. Steigen wir in unser heutiges Thema ein. Landwirtschaft. Es gibt ja heutzutage keine bäuerlichen Familienbetriebe mehr. Und unsere Zuschauer würde bestimmt interessieren, wie sie früher so auf ihren Bauernhöfen im Jahr 2019, als noch lebende Tiere im Stall gehalten waren, erlebt haben. Herr Beinlein, erzählen Sie doch mal. Ich traue mich mal nicht sagen, was ich. Wir haben einen Ferkel erzeugten Betrieb gehabt. Wir haben Muttersäue gehabt. Also das sind die Großen. Wir haben Ferkel eigentlich. Bei uns am Hof von den Geburten ständig. Die Ferkel haben wir aufgezogen. Diese 30 Kilo Karton, da haben sie die anderen gemessen. Da sind sie in Bamberg, im Hof, in Bayreuth, sind die erschlagt worden. Die Viecher haben das Getrag gefressen, das haben wir auf Unfelder angebaut. Das ist nicht für das Auge, was der Mekko hergekommen hat. Und da ist das Fleisch noch nicht immer ergänzlos und im Labor hergezüchtet worden, wie jetzt der Lämmerste. Und eins muss ich nur sagen, da ist der Ebene auf die Sau aufgesprungen. Und wenn er sich schwer getan hat, dann habe ich auch den Golfen. Und wenn ich in der Küche bin, hat meine Frau auf die Wochen gewusst, wo die Gerbe rauf. So, Herr Böhmer, wie ist das bei Ihnen mit den Kühen gewesen? Ja, meine Eltern haben früher 15 Kühe gehabt. Und ich habe erst einen anderen Beruf gelernt. Mein Vater hat damals gesagt, geh auf die Arbeit und die Welt leg dich am Arsch. Aber ich wollte unbedingt einen Bauern machen. Deswegen habe ich dort einen Kühlstall gebaut. Dann habe ich 150 Kühe gehabt, das war am Anfang ganz schön, aber dann ging es los. Dann war es nicht mehr schön. Schlimm. Wie? Was ging dann los? Womit ging es los, Herr Böhmer? Dann mit dem Bauernmäschchen. Es kamen zuerst die Hendricks mit den Bauernregeln und das Umweltministerium, dann die Düngeverordnung, JGS-Anlagen, rote Gebiete, Müll, Volksbegehren, Bienen, Insektenschutz. Da haben uns dann die Studenten genau vorgeschrieben, was wir dann machen auf unserer Ecke. Und dann ging es steil bergab. Nur noch Munderwärts, alles drauf auf die Bauern. Der Fußabstreifer der Nation, Familie. Ja, aber das ist doch gut, wenn es Regeln gibt, an die man sich halten kann. Aber warum haben Sie Ihre Höfe dann letztendlich stillgelegt? Warum? Ist doch so ein junger Gescheiter, hä? Na, weil die Politik nicht gewusst hat, was man machen soll. Die Tierschützer wollten glückliche Tiere. Alle sagen, wir Tierwohlstelle gebaut, dann erst sind wir noch ein Weg, wo wir Geld holen. Dann haben wir Tierwohlstelle gebaut.
haben ein Spielzeug reingekriegt, Stuhlhahn von eingestreut, für die Säue, am besten haben wir einen Auslauf noch gemacht, dann sind die Klimaschützer gemacht. Die wollen natürlich keinen Feinstaub aus der Ammoniakausgasung bekommen. Also, Auslauf wieder weg, Einstreu wieder fort, dann sind die Tierschützer wieder gemacht. Wir brauchen Riegelschwänze. Ja, so wie sie kann noch kastrieren. Kastrieren nur noch unter Vollnarkose. Und wer das bezahlen soll, das haben sie aber nicht gewusst. Der Wegel hat gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt kriegst du nichts mehr. Und wie es uns als Familienbetrieb gegangen ist, das hat keinen Menschen interessiert. So war das, oder nicht etwa? Freilich. Man kann gar nichts mehr richtig machen. Als die Kühe Armbinde holen konnte, hat es Probleme mit Naturschützer gegeben. Als sie den Laufstall aus der Weide gehabt, war es der Klimakiller. Die Kühe haben zu viel gerülpst, die Kühe haben zu viel gerülpst, die Kühe furzen zu viel. Alle Minuten war was anderes. Am Schluss Feinstaub, Feinstaub und dann die Gülle. Die Gülle war das Schlimmste. Gülle? Ach, Sie meinen wahrscheinlich diese stinkende schwarze Zeug? Diese Exkremente der Tiere, das war doch richtig ekelhaft, oder? Also, ich weiß noch, wie ich glaube, da haben wir einen Hund gehabt und er hat sich manches Mal in den Zeug gewälzt. Ach, du Teufel, so was Ähnliches, der Geruch. Ich bin froh, dass das heutzutage verboten ist. Das ist doch nicht ekelhaft. Gülle, das ist das Nachhaltigste, der natürlichste Dünger, der hat schon ewig gegeben. Eine perfekte Kreislaufwirtschaft, du hast die Straße gemäht, die Kühe gefüttert und die haben geschissen und das wieder drauf und ist wieder groß gewachsen. Das war doch ganz einfach. Das war schon nach 100 Jahren schon so. Aber naja, besser geht's eigentlich gar nicht. Du hast die Hand nicht begriffen. Aber der Mineraldünger ist doch bestimmt die bessere Lösung. Damit konnte man dann die stinkende Gülle bestens ersetzen. Pass aber auf, Oberschlag, mit einem schlauer Sprüh. Die Gülle hat sich damals gefährlich eingestuft. Das ist wieder Atommüll. Was ergibt sich denn wieder mit Atommüll? Die Mineraldünger ist aufs Erdöl hergestellt worden. Deshalb hat es keine Landwirtschaft mehr gegeben. Ganz einfach. Gülle verboten. Die Erdölvorräte haben wir ja aufgebraucht, normalerweise vorne die Flugzeuge. Handtümer haben wir auch nicht mehr gefunden, wo ohne die Mund wächst nichts. Das haben sie noch in die Jungbauer noch gemacht. Außer das auf dem Jakobskreuzkraut oder keine Ahnung, wie das passt, die Herbstzeitlose. Das haben dann die Kühe auch nicht mehr gefressen. Deswegen Laborfleisch. Ganz einfach. Und Insekten? Die Insekten? Insekten hast du doch ohne vergessen? Die Insekten, die haben wir heute noch mehrere früher im Säustuhl. Überall Mucken. Mein Hegerin hat jetzt einen Muckenboden aufgemacht, Marcel. Ein Muckenboden? Aber was soll denn jetzt Landwirtschaft mit Beutetieren tun? Herr, du studierst den Maul auf. Einen Muckenboden, habe ich gesagt, da gibt es frittierte Mucken zu fressen. Apropos Mucken. Weißt du überhaupt, wie man feststellt, dass Mucken fressen, wie man ein weiblicher von einem männlichen Mucken unterscheiden kann? Wenn man sie zwischen den Zehen durchzieht und die bleibt hängen, dann ist ein Männer, wenn es durchgeht, ist ein Weiber. Wenn ich drüber nachdenke, aber Brotwurst, ein saftiges Steak vom Grill, wie war das schön? Da lasst mich heute und das muss ich im Ausgang. Aber heutzutage kriegt man bloß mal ein echtes Stück Fleisch bei Kinderwunsch. Weil mit Tofu bleibt gar nichts mehr. Also bei Kinderwunsch, wenn es verschrieben von Arzt steht, dann Kinderwunsch, na geht klar. Dann wird mal auch Kinderwunsch. Die Lamme frickt. Ja, gut. Na, schön war es früher schon.
Und kein Stab hier irgendwas auch nicht. Also, um wieder zurück zu unserem Thema zu kommen, Herr Böhmer, bitte. Was? Moment einmal, was bist du überhaupt für eine? Bist du einer so ein Umweltpopulist, der laufen Lügen erzählt und diese deine Schuldreisungsbauern nicht mehr gibt? Haben einfach irgendwelche Behauptungen verbreitet in Facebook und Instagram und haben überhaupt nicht nachgefragt, wie die Zusammenhänge sind. Sogar in öffentlichen Rechtlichen haben sie Lügen erzählt. Einfach gesagt, die Leute haben es geklappt. Und die Bauern waren dann die Blöden und mussten den ganzen Scheiß ausrot. Aber Herr Böhmer, ich muss Ihnen doch sehr bitten, Sie können uns jetzt nicht die Medien dafür verantwortlich machen, dass die Landwirtschaft zugrunde gegangen ist. Haben Sie denn keine Pressevertretung gehabt, die für Ihre Belange sich eingesetzt hat? Jojo, da hat es einen Bauernverband gegeben, sogar einen bayerischen Bauernverband. Wahnsinn! Für einen Sollbauern hat der bayerische Bauernverband ganz viel gemacht. Der hat für die Sollbauern hat der bayerische Bauernverband, der hat 2019 den Beitrag erhöht. Aber das ist aber einfach, so ein einfach sehr viel gehen und bloß ein Beispiel. Eine Kuh auf der Weide scheißt, ne? Oder wenn es der Kühe fährst, siehst du noch ein Jahr nichts mehr. Aber wenn einer eine Plastikflasche nach die Hecke schmeißt, die verrottet erst in 400 Jahren. Aber die Landwirtschaft, die schädigt die Umwelt. Die schädigt einfach die Umweltlandwirtschaft. Nitrate, Grundwasser, da tragen auch die Bauern schon. Und wurden schlecht gemacht und kriegen immer neue Auflagen. Dabei haben wir das meiste für die Umwelt und für die Insekten und Artenvielfalt gemacht, Blühflächen angesehen, Gewässerlandstreifen stehen lassen, Feldränder sperren gemacht, alles zum Wohle der Natur. Und unsere Kulturlandschaft, die haben die Landwirtschaft geprägt, nicht die anderen Leute. Das war mir, das ist schön geworden. Und was hat der Steiner gemacht? Steinbett, Meer und Boden. Spazieren gefahren, in die Welt geflogen, hat alles nichts ausgemacht. Na, wenige ist manchmal mehr. Wenige Konsum ist mehr Umweltschutz. Das sagt keiner. Na. Und damals hat es die Greenwatchers gegeben, kennst du noch? Ja. Umweltkonto für Umweltsünden reinwaschen, hat man da gekönnt. Da sind sie auf Mallorca geflogen, da ist das Greenwatcher-Konto ein Minus gesaut. Dann haben sie Harvards im Flugzeug zweimal abblütiger begehren für die Wälder oder für die Hecken und irgendeine andere Petition angekreuzt, was mit Umweltschutz zu tun hat, Konto nicht los. So, was ist das noch? Ja, ja, wenn man einen alten Diesel gefahren hat, dann musste man beim Volksbegehren für Insektenschutz unterschreiben. Und einmal die Grüner wählen, aber alles wieder durch. Also, da habe ich lieber so eine Petition geklickt, das kann ich nicht sagen. Und wir haben dann zum Beispiel einen Sollstuhl, ein Abluftfilter einbauen müssen, wenn man wieder noch mal geschlafen hat. Weil wir die einen haben mit Dieselautosoftware manipuliert, das hat keinen interessiert, dann ist nichts passiert. Da sollte man doch mal einmal erklären, ob das noch normal ist. Weil dann haben sie herausgefunden, dass der Feinstaub doch gar nicht so schlimm ist für die Gesundheit. Was haben die Feinstaub inhaliert und erstellt? Egal. Na, freilich. Ich träge das doch besser, muss doch schauen, wie alle das sind. Na. Und Feinstaub, nicht so. Und schau dir doch mal die Kinder an, heutzutage Käse, Weiß und so da hinten die Arme. Wenn da nicht von der Höhle kommen sehen, dann musst du erst einmal die ganzen anderen. Du musst mir erzählen, was der Typ grob Franziska braucht hat. Gott sei Dank ist der Scheiß Röntgen. Ja. Der ist halt witzig. Der Leid hat nicht den, was ich auf meinen Grob stellen.
Lockdown ist ja digital und alles. Digital. Ah, nicht so toll. Weil wir essen, bla bla bla, upsasa. Jetzt liest die Alterskasse meinen Schrittzähler für den scheiß Handy aus, ich brauch's. 110.000 Schritte. Dann wird gleich der Sturm zum Aufrufen sagen, hättest du mal nicht spät. Ich sag dann, wenn du mir wenigstens noch jetzt Möglichkeiten zum Spazieren gehen. Von Ebra bis Bayreuth Nationalpark. Von wegen Nützen und Schützen. Holzschummelskasen. Schützen durch Nützen. Ja, gerade. Ja. Die Wälder sehen aus. Mein Gerald Siegmund versteht sich die ganze Woche ausgefallen, schauen wir mal von hoch. Über Erholung und Freizeitgestaltung, das wollte ich nicht sehen. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Diese durchaus positive Entwicklung haben wir den Grünen zu verdanken. Ja genau, die Grünen, was du Rekka, wie wir 2018 beim Lieb in die Wirtschaft bekommen, aber die Versammlung für die Grünen. Du hast ja gedacht, die müssen das Land für die Bauern bewohnen. Ja, ja, die Grünen. Großer Schieß wollen sie tun, das war schon ist ja klar. Also, meine Herren, ich muss doch sehr reden. Aber was ich noch gleich mal Ihnen wissen möchte, es hat auch mal die Chance gegeben für Landwirte in die Stromproduktion einzusteigen. Würde es nicht ein erfolgsversprechender Betriebszweig gewesen? Das haben wir auch mal angedacht. Da kann es auch Förderung geben für Biogas. Millionen haben investiert, die Bauern haben sich gefreut, aber haben am Schluss gemerkt, da müssen wir auch der Frau für den Kuchen. Da war richtig eine Goldgräberstimmung. Doch kam dann sind immer mehr Auflagen gemacht. Und die meisten Betreiber mussten nach 30 Jahren die Anlagen schließen. Und alles bleibt bei nur für Großkonzerne übrig, genauso wie jetzt in der Lebensmittelproduktion. Und Leitordner hast du gebraucht. Leitordner, früher, du hast schon recht, früher war das alles übrigens schnell. Du hast an Rinderzugverband gegeben, an Pferderzeugerin, an Fleischerzeugerin, und auch was ich nicht vergisst, an Baiwa, an Lieb, an Laut, an Zink, an Frauen in Schätz, drei Metzger in Schätz, drei Bäcker in Schätz. Die haben alle die Bauern zusammengearbeitet. Sag mal, Küchen haben sie gehabt, über die haben auch wieder Wasser gemacht. Früher, da war so ein Fall von Bauern gehabt, alle mit der Uhr. Haben sie nicht mehr gebraucht. Oder jetzt? Oder für? Gibt es jetzt einen Schmetterlingszugverband? Hab ich gehört? Ja, was ist los? Was ist los mit dir? Ein Hälschenpapier. Wir müssen zur Ladestation. Wir müssen zur Ladestation. Wo bin ich eigentlich immer? Also, auf Wiedersehen und vielen Dank für euren Besuch in unserer Sendung. Die letzten Jahre Stanges. Warum setzen wir jetzt einen Mundschutz auf? Na, na was du nicht? Früher als Feinschaut geht, das war tiptop, aber mit dem Elektroauto und dem Elektrosmog durchgeschissen.